Eiligen Schrittes laufen alle zum Gildenhaus der Magier von Jirina, den Dikars. Der Mörder ist nicht mehr auf der Straße zu finden. Und so betritt man das Haus. Ich muss noch was trinken, es kitzelt gerade im Hals. Ach, guck mal, da kommt Sira. Tom und Rainer sowie ihr neuer Begleiter Trier betreten das Gildenhaus der Dikars-Magier zusammen mit zwei Stierig, den hiesigen Polizisten. Sie begegnen als erstes Sira, der Tochter des ermordeten Akir, die zu der Gilde der Dikars übergelaufen ist. Habt ihr schon die Nachricht vom Tod eures Vaters erhalten, Sira? Ja, ich hatte nicht einmal die Gelegenheit, noch einmal mit ihm zu sprechen. Oh Göttin, es ist... Wisst ihr, wer hinter dem Mord steckt? Ich trauere mit euch, Sira. Nein, wir haben noch keine Spur. Es hieß aber, der flüchtige Mörder sei in der Nähe dieses Gebäudes gesehen worden. Fasir, das Oberhaupt der Dikars-Magier, kommt hinzu. Sarimar, ich habe bereits von dem Ort an Akir erfahren. Was führt euch zu uns? Der Mörder ist in der Nähe eures Gildenhauses gesehen worden. Dürfen wir uns hier ein wenig umschauen? Aber selbstverständlich, wir haben nichts zu verbergen. Kommt! Und so laufen wir nach Süden. Also in dieser Ansicht ist es tatsächlich immer so, dass Norden, dass die Karte genordet ist. In den 3D-Ansichten ist klar, 3D. Und da ist der Mörder. Plötzlich taucht im Gang ein Iskai in Begleitung eines Menschen auf. Es ist der flüchtige Mörder! Als der Iskai seiner Beobachter gewahr wird, wirft er ein leuchtendes Korn. Das war wohl eindeutig ein Trifalei-Samenkorn. Alle brauchen einige Zeit, um nach dem blendenden Licht wieder etwas zu erkennen. Ich glaube, der Mörder ist nach Süden verschwunden. Hinterher! Stierig, nimmt diesen Komplizen fest! Ab in die Küche. Verdammt, er ist wieder durch ein Fenster entkommen. Dadurch, dass ich Tom als Anführer der Gruppe hier ausgewählt habe, läuft er immer vorne weg. Trier wendet sich an den Iskai, der die Blendung herbeigeführt hat. Nun gut, wer seid ihr und warum habt ihr dem Mörder zur Flucht verholfen? Fasir, der Chef der Dikars, mischt sich ein. Sein Name ist Kris. Er war ein Angehöriger unserer Gilde. Kris, widerlicher Skorek, wie kommst du dazu, dem Mörder bei uns Einlass zu gewähren? Aber Fasir, ihr selbst habt mir doch den Auftrag gegeben. Und nun wollt ihr mich opfern? Daraus wird nichts. Ihr selbst habt doch den Mörder bezahlt. Was? Bist du von Sinnen? Drr, glaubt ihm kein Wort. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich kenne die Ursache der Feindschaft zwischen euch, Fasir, und dem verstorbenen Akir recht gut. Ein Motiv für den Mord habt ihr allemal. Nach all den Jahren soll ich ausgerechnet jetzt... Stierig, nimmt bitte Kris und Fasir in Gewahrsam, bis wir den Mörder gefasst und die Wahrheit herausgebracht haben. Drir, ich möchte mich zurückziehen. Ich kann nicht länger hierbleiben. Ich muss allein sein und über alles nachdenken. Trier wendet sich an Tom und Rainer. Wir hätten den Mörder fast gehabt, verdammt! In diesem Haus ist er jedenfalls nicht mehr. Vielleicht erwischen wir ihn noch irgendwo in der Stadt. Gut, Trier, gehen wir. Nur noch eins. Was ist das für eine alte Geschichte zwischen Fasir und dem ermordeten Akir? Nun, kurz gesagt, Akir war einst mit Fasirs Schwester verheiratet. Auf einem Jagdausflug von Akir, Fasir und seiner Schwester, auf dem Akir trotz schlechten Wetters bestand, kamen sie ums Leben. Fasir gab Akir die Schuld an dem Tod seiner Schwester, und das ist die Wurzel ihrer alten Feindschaft. Lass uns nur die Stadt absuchen. Tatsächlich lasse ich jetzt Drir vorauslaufen, seinen zwei Zöpfen. Alle werden müde. Das ist egal, wir suchen die Stadt, aber eigentlich werden wir nicht alle müde, wir sind voll mit Adrenalin gepumpt. Da wird man gerade nicht müde, aber gut, das ist in dem Spiel... Ein Stierig kommt heran und sagt atemlos zu Drir. Sarima, Drir. Gerade ist ein Viehzüchter in die Stadt gekommen, der den Kenget Kamulos Mörder in die Ruine des alten Vormarktzentrums hat gehen sehen.
Das alte Forma-Gebäude, oder der alte Argim, wie manche sagen, liegt nordöstlich der Stadt, glaube ich. Ich war auch noch nie dort. Lass uns sofort dorthin gehen, vielleicht schnappen wir den Kerl dort. Sofort? Nein. Wir haben jetzt einen Krieger, einen Iskai-Krieger. Der hat einen Dolch mit. So, das können wir ihm geben. Und die Iskai haben eine Besonderheit. Sie können nämlich mit ihrem Schwanz eine Waffe tragen. Das heißt, er kann zwei Waffen tragen. Zwar nicht alle Waffen können hier in diesem Slot getragen werden. So, wir haben zum Beispiel hier ein Stilett. Das kann er nicht am Schwanz tragen. Genauso wenig wie den Dolch. Aber, gucken, haben wir ein, ich glaube, einen Stich kann er dort tragen. Dolch, nein. Ich glaube, den Zweistich. Ich wollte sie bitte nur ausprobieren. Nein, den Zweistich auch nicht. Ich glaube, einen Stich kann er tragen. Im Tail. Und dann dadurch kann er quasi, hat er einfach nur einen Schaden. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er kriegt keine zwei Angriffe. Übrigens hat er eine ziemlich gute kritische Trefferrate und der kann bis zu 99 Nah- und Fernkampf lernen, weil er Krieger ist. Das ist eigentlich gar nicht so übel, weil die beiden sind nicht sonderlich gut. Er ist noch mit 80 maximal im Nahkampf und 70 maximal im Fernkampf noch recht gut drauf. Aber Rainer ist, ich glaube, der sollte doch eher hinten stehen. Und wenn, dann Fernkampf trainieren oder so. Okay. Storytechnisch wollen wir... Ist das der... Nein, komm schon. Nein. Das ist nicht der... Das ist der, den wir eben auch schon hatten. Storytechnisch ist es so, dass wir jetzt natürlich sofort zu diesem Gildenhaus gehen sollten. Ich gehe nochmal hier rein. Und schau nochmal, ob ich Sira finde. Denn mich wundert gerade eine Sache. Ah, ich glaube, das ist... Ich glaube, ich habe gerade die Reihenfolge der Events falsch im Kopf. Okay. Also, wir gehen jetzt erstmal in den Keller mit den Metallteilen, denn jetzt haben wir schließlich einen Krieger mehr. Abgesehen davon sollten wir auf jeden Fall das hier tun. Denn so würde unsere Party jetzt im Kampf dastehen. Und das ist nicht gut. Stellen wir also tatsächlich momentan erstmal... Die drei nebeneinander, Drier in der Mitte. Alle werden müde, dann lass uns doch einfach zum Haus des Südwind-Clans gehen. Das müsste hier oben sein, ne? Ja. Denn hier können wir kostenlos schlafen, so wie ich mich erinnern kann. Wir sollten uns schnellstens zum alten Forma-Gebäude begeben. Vielleicht erwischen wir den Mörder noch. Ja, wir sind müde, wir sollten erstmal schlafen. Ich meine, ja... Ja, eigentlich sollten wir das schnellstens tun, wenn das Ganze realistisch wäre, aber wir wissen, das ist ein Computerspiel. Die Events sind natürlich geskriptet, sprich, das, was in dem Forma-Gebäude passiert, wartet auf uns. So, hinter dem See ist der... Das hier ist der Waffenhändler. Und dann ist das hier... Nein? Ja, dahinter ist das Haus des Südwind-Clans. So, wir müssen immer noch den Schlüssel immer verwenden. Das kann ich eigentlich hier mit 1, 2, 3? Nein, kann ich nicht. Würde mich aber trotzdem noch interessieren, kann ich mit den F-Tasten? Nein. Es gibt keine Shortcuts, um das zu machen. Schade. Okay, so, dann gehen wir jetzt hier also runter. Das Ganze ist natürlich... Also das Spiel ist natürlich so gemacht... ich spreche ja noch nicht. Das Spiel ist natürlich so gemacht, dass man sich nicht einfach mal so in eine ausweglose Situation bringen kann. Also man kann nicht... Das wird jetzt gleich noch relevant. Ihr seht gleich, was ich meine. So, jetzt eine Sache übrigens. Da ist KI, so wie ich es immer verstanden habe, katzenähnliche Wesen sind. Und die sieht man auch schon, er kann noch eine weitere Sprache. Zumindest hatte ich das so immer verstanden. Zumindest können sie besser sehen im Dunkeln. Was ich also immer gemacht habe, tatsächlich, um... dann schlafen wir erstmal. So. Rasten, ja. Rasten kostet übrigens Essen.
Das ist quasi der Punkt. Was ich immer gemacht habe, war einfach ihn vorgehen lassen und dann nach unten geguckt. Weil auf der Übersichtskarte sieht man sowieso, was ist. Aber ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen besser spielen und mache einfach eine Fackel an. Die hält natürlich nur für eine Weile. So, jetzt sehen wir ein bisschen mehr. So. Und dann sehen wir hier direkt Fässer, die nichts enthalten. Die übrigens auf der Übersichtskarte mit diesem komischen, steht schon Gerümpel für mich. Ich habe immer an einen durchsichtigen Müll, gefüllten durchsichtigen Müllbeutel gedacht, als ich das gesehen habe, das Symbol auf der Karte. Also eben nochmal auf die Karte gucken. Okay, wir können tatsächlich einfach hier an der Wand ein... Gehe ich in die falsche Richtung? Ah, ich gehe nach Süden, okay. Ich will tatsächlich erst diese drei Gerümpel angucken. Das sind diese drei Dinger hier. So, und ihr hört schon irgendwas so growlen und im Hintergrund. Und das sind die Gegner tatsächlich. So, und jetzt gehen wir einfach mal, nachdem wir hier in dem Raum waren. Eigentlich sollte man immer an einer Wand entlang gehen. Das ist eigentlich das Klügste. So. Also gehen wir jetzt immer an der linken Wand entlang. Das Problem ist, dass hier Sachen halt auch in der Mitte des Raumes stehen. Und deswegen muss man ein bisschen gucken, dass man nicht was verpasst. So, hier befindet sich noch etwas Interessantes. Ein Eimer. Aromatische Wurzeln. Eine Schale. Und ein Messer. Hier ändert sich übrigens das Bild nicht, dafür schließt sich einfach das Fenster. So, dann haben wir hier, und das ist der Grund, warum ich so nach unten immer gucke, eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Und da ist ein Stich. Den können wir hier hin tun, aber der ist... Nein, den können wir nur hier hin tun. Was waren denn das für Sachen, die er hier... Er muss ausprobieren, welcher... Den Wurf durch kann man mal rein ergeben. Also, ich muss wirklich ausprobieren, welche Waffen man dahin tun kann. Kann man sich bestimmt Listen im Internet angucken. So, hier haben wir noch ein Stilett. Eine Axt. Die kriegt Rainer erstmal. Und eine Fackel, die kriegt Tom. So, und Rainer soll erstmal, weil er steht ja jetzt vorne, da soll er erstmal die Axt für. Oh, der Zweistich macht tatsächlich mehr Schaden. Gut. Das habe ich bestimmt beim letzten Mal auch schon bemerkt, aber vergessen. So, und dann ist hier noch das Fass. Das ist nichts oder leer, eher gesagt. So, die drei hatten wir schon. Dann geht es jetzt hier nach Süden weiter. Und an der linken Wand entlang. Und hier geht's los mit den Metallteilen. Jetzt will ich nämlich kein Metallteil verpassen. So, das sind also einfach... Dieser Metallhaufen stammt offensichtlich von den Überresten des Shuttles. Es gelingt Rhea allerdings nicht, darin etwas Funktionstüchtiges zu finden. So, hier ist nochmal Essen. Das kriegt nochmal er hier. Ich versuche das einfach ein bisschen aufzuteilen, weil die haben ja auch ein maximales Tragegewicht. Und wenn das überschritten ist, dann kann man nicht mehr... Ich laufe jetzt deswegen nicht an der Wand entlang, weil ich die Sachen alle anklicken möchte. Ja, das sind tatsächlich zwei und... Hier, was ist das? Die da hinten? Ja, das ist die Wand da hinten. Okay, das heißt, wenn wir an der Wand weiter entlang laufen, würden wir hier entlang laufen. Aha, hier ist der Boden. Hier ändert sich der Boden. Und zusammen mit den Geräuschen nehme ich an, dass das heißt, wir kommen den Gegnern näher. Das ist so viel zum Thema an der Wand entlang laufen. Ich widerspreche meinen eigenen Vorhaben quasi. So. Die Wand sieht auch anders aus als die anderen. Plötzlich passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Hinten stützt die Decke ein, als vorne die Wände in Bewegung geraten und von scharfen Klauen niedergerissen werden. Raubtierhafte Kreaturen kommen aus der neu geschafften Öffnung und greifen an. Ein Einsturz. Und was sind das für Tiere? Sehen aggressiv aus. Passen Sie auf, Driscoll. Ein Angriff. So, und jetzt kommt das Kampfsystem von dem Spiel. Und zwar ist es ein rundenbasierter Kampf, in dem man einfach plant. Können hier also einen von uns anklicken, können sagen, was er machen soll. Das wird dann hier, wenn ich sage, angreifen oder bewegen. Dann sehen wir hier ein Symbol, was sagt, was ich geplant habe. So, und was ich jetzt machen möchte ist... Es gab eigentlich nur einen Befehl, um die ganze Party eins nach vorne zu rücken.
Okay, dann geben wir ihm den Wurf durch. So, die Reihenfolge, in der Dinge passieren, hängt tatsächlich davon ab, wenn ich jetzt angreife, jetzt kann ich den auch so, hängt tatsächlich von einem Geschwindigkeitswert ab. Schon, ob der hier irgendwo ist. Ja, hier, da Geschwindigkeit 40 von 90. Und die Skrins, so heißen die, haben auch eine Geschwindigkeit. Und wie man sieht, der Skrin kam vorher dran, ist gelaufen und deswegen konnten wir nichts tun. So. Ich bin tatsächlich dafür, dass wir... So, der muss wieder seine Waffe in die Hand nehmen. Das kostet glücklicherweise in dem Spiel keine Zeit. So. Angreifen. Das ist natürlich jetzt ungünstig, dass der hier steht. Wir hätten die Party eins weiter links aufbauen sollen. Und da sieht man schon, die machen zwar nicht allzu viel Schaden, das sind 5 Punkte, aber wir haben nicht 4 Lebenspunkte. Das heißt, Rainer hat schon, er hat nur noch 7 Lebenspunkte, wie man hier sieht. Der Stimjink ist tatsächlich zu wertvoll. So. Der grüne Heiltrank bringt 3 Punkte zurück. Achso, wenn ich nichts einstelle, dann gelten die Einstellungen vom letzten Mal. Nein, ich benutze tatsächlich eine Runde. Kann ich das machen? Nein, kann ich nicht, siehste. Ich kann nicht hergehen und sagen, die sollen sich alle eins nach links bewegen. Aber er kann sich hierhin bewegen. So, und keiner hat getroffen. So. Ich mach das mal so, weil er kann jetzt nicht... Er kann jetzt sich nirgends hin bewegen. Deswegen, ich sag jetzt erstmal, dass die zwei hier angreifen sollen. Das Trinken eines Heiltrankes kostet keine Zeit im Kampf. Das heißt, ich kann immer zwischen zwei Kampfrunden kann ich mir Befehle geben und Items verwenden. So. Und wir kriegen 40 Erfahrungspunkte. Damit steigt Rainer eine Stufe auf. Drea auch. Und Tom nicht, denn er hatte schon... Er hatte ja das Level-Up schon im Raumschiff. So, und jetzt... rücken wir die alle eins nach links, denn die Anordnung der Gegner in einem Kampf sind immer üblicherweise ähnlich. So, und rasten kann ich jetzt nicht, weil sich niemand bereits wieder müde fühlt. Ich kann natürlich jetzt trotzdem hergehen und es sind 14 von 25, ja, da kann man eindeutig mal einen Heiltrank trinken. So. Das scheint eine prozentuale Heilung zu sein, weil der hat jetzt mehr gekriegt, 6 Punkte. So, hier ist also nichts von Wert. Und da sieht man auch schon die nächsten Gegner, die wegen ihrem Pathfinding in der Wand hängen. Aber die kommen schon noch. Gegen die müssen wir auch noch kämpfen. Ich gehe weiterhin einfach der linken Wand entlang. Ich kann mir hier diese Pilze angucken. Aber man erkennt sie eigentlich eindeutig als Pilze. Und da sind die Gegner zu uns gekommen. Jetzt sind sie nur zu zweit. Ich wundere mich gerade, weil eigentlich gibt es einen Befehl, damit die ganze Party um ein Feld vorrückt. Party vorrücken heißt der. Und es wundert mich gerade, dass ich den nicht zur Verfügung habe. So, beobachten kann ich übrigens. Also das ist das Schöne, was ich finde. Ich habe einmal dieses Schachbrett. Und dann, wenn irgendwas passiert, bin ich tatsächlich in diesem Pseudo-3D-Fenster. Das ist also nicht wie in anderen Spielen so 2D, dass die einfach nur nebeneinander sind. Nein, wenn jemand hinten dran steht, dann stehen die hier auch hinten dran. Finde ich echt schön gemacht. So, dann müssen wir halt einfach warten. Die können eh nur laufen oder angreifen. Von daher, jetzt ist also er hier alleine. Er muss halt den angreifen. Das ist aber nicht allzu schlimm. Ich kann mich halt einfach sagen, nee, kann ich nicht. Das ist erstmal... So, und jetzt kommt er einfach hier hin. Ja, das bringt auch nichts, der muss schon angreifen. Das war jetzt eben das Prinzip Hoffnung. Angreifen. Er flüchtet. Und
Und der bewegt sich rüber, dass er dann auch noch angreifen kann. Das mit dem Flüchten hat geklappt. Der bewegt sich auch noch mal eins weiter. So, und damit hat Rainer überlebt. Und wir haben leider jetzt nur noch einen blauen Heiltrank. So. Da sieht man, der blaue Heiltrank heilt also fast alles. So, ich glaube, der Steam Drink heilt alles immer. Das, die Menschengegenstände möchte ich tatsächlich versuchen, erst im Endgame zu verwenden, weil die doch recht stark sind. Und damit ist auch die Fackel scheinbar... Nein, ich habe Tom ausgewählt, hier sieht man nochmal den Unterschied. Gerade wenn die Fackel brennt, macht das einen gewaltigen Unterschied, wie viel die sehen können. Also weiter an der linken Wand entlang. Wir haben ja schon gelesen gehabt, der Rückweg ist versperrt. Das heißt, wir werden jetzt irgendwas finden, mit dem wir... Also entweder werden wir... ja, ich weiß ja schon, was passiert. Also wir werden hier, finden hier eine Spitzhacke, mit der wir eben uns den Weg nach draußen bahnen können. So. Das müsste die Fackel sein, die ausgegangen ist. Charakterbildschirm. Mich verwirrt wirklich dieses Party, fehlende Party vorrücken. Ich glaube, wir sollten die Kampfposition ändern. Und zwar so, dass wir sofort dastehen und angreifen können. Dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir da angreifen können, wo sie stehen. So, jetzt greifen erstmal alle drei den in der Mitte an. Also. So. Und dann... So. So, im nächsten Kampf stehen sie jetzt anders da. Jetzt müsste die Fackel ausgegangen sein, genau. So. So, den habe ich jetzt bestimmt schon 50 Mal angeklickt. So. Haben wir hier, das ist nichts. Nichts, mit dem ich interagieren kann zumindest. Das auch nicht. So, man hört auch immer noch das, das Brüllen von Gegnern. Die sind also noch Gegner. Und hier geht es ja auch noch weiter. Und ich will möglichst schnell diesen Kompass haben. Der Hauptgrund, warum ich so komisch vorlaufe und eigentlich nur an der linken Wand bleibe, ist, dass mir die Orientierung in diesem Pseudo-3D nicht sehr leicht fällt. Und gerade mit dem fehlenden, in welche Richtung gucke ich gerade? Und hier sieht man zum Beispiel jetzt, an dieser Stelle scheint die Pflanze hier wattbrüchig zu sein. Tiefe Risse durchziehen das organische Material. Das heißt, hier können wir dann durch... Und können dann so wieder zurück. Das ist, glaube ich, auch der Einsturz. Und hier war eine Wand. Ich bin nicht irre. Ah, es ist interessanterweise waren noch Zusatzpatronen im Shuttle. Weil wir haben ja keine Patronen verloren beim Absturz. Hätten wir jetzt nicht die Waffe gekriegt, hätten wir Patronen für die Waffe gehabt, aber keine Waffe. So. Hier ist eine Rüstung, die nehmen wir mal mit. Denn wir werden, das ist nämlich genau das, was ich vorhin eigentlich gucken wollte, mit der Reihenfolge der Events. Sira wird sich uns auch noch anschließen. Und ich dachte, das dürfte jetzt eigentlich schon passieren. Ich dachte, wir sind während der Investigation zu viert. Aber ich habe das eigentlich so im Kopf. 10 Pfeile. So, wer das Geld hat, ist im Endeffekt egal. Quasi egal. Wenn ein Charakter halt die Party verlässt, sind da alle Gegenstände die halt weg. Das heißt, wir müssen immer mal an bestimmten Stellen immer mal gucken, dass wir speichern. Dass wir dann doch nochmal die Sachen um... Rainer trägt zu viel, da geht's schon los. Das Essen hat nämlich auch Gewicht.
Der hat aber schon ganz gut Zeugs mit. So, hier sind immer 4 Heiltränke. So, davon kann Andrea schon mal einen trinken. Und Tom auch. Und dann kann er das Schild, den Schild nehmen. Ich glaube, selbst das Gold hat Gewicht in dem Spiel, was ja auch nur realistisch ist. So. Erhöht halt die Komplexität. Und hier ist die Spitzhacke, mit der wir dann auch wieder rauskommen können. Wir haben aber die Uhr noch nicht. Ah! Ein Glück gehabt. Diese Stimdrinks sind zwar verschrammt, aber noch einsatzbereit. Üblicherweise gebe ich die immer reine. Aber der hatte schon... Was hat der? 28 Kilo kann er tragen. Okay. Jetzt muss ich nochmal durchgucken, weil ich bin mir sicher, ich habe die Uhr verpasst. Außer es gibt hier noch eine Wand, die ich durchbrechen kann jetzt mit der Spitzhacke. Ich höre noch Gegner. Von daher müsste es da noch eine Wand geben. Gucken wir mal, ob wir noch eine Wand finden mit Schrammen dran. Hier ist irgendwo die Stelle, wo die Wand eingestürzt ist. Mit der Spitzhacke aus der Kiste könnten wir den Einsturz vielleicht beseitigen. Ja, das war hier. Aber ich gucke tatsächlich nochmal, ob es nicht eine zweite Wand gibt, wo wir sie verwenden können. Und damit tiefer in diesen Keller hinabsteigen können. Wie gesagt, die Uhr gibt es mich, so wie ich verstanden habe, nur an dieser Stelle. Da ist es. Und das ist dann Gegenstand benutzen, einen Gegenstand auswählen. Und da hacken wir die Wand zu Brei. Und da sind natürlich noch mehr Gegner dahinter, klar. Und jetzt können wir direkt angreifen. In der ersten Runde schon und geben den Gegnern nicht eine Runde geschenkt. Die können zwar auch schon angreifen, aber so, dann beschützen wir Rainer, der schwächer ist. Der hat nämlich nur eine maximale Lebenspunktzahl von 15 und hier haben wir eine maximale Lebenspunktzahl von 20 und hier 25. Ist alles nicht so viel. So, nochmal eine gleiche Runde. Die treffen alle nicht. Sie haben jetzt Trainingspunkte bekommen. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich sagen, wir trainieren angreifen. Die Schadenspunkte sind fest. Die sind nicht relativ zu den Lebenspunkten, die die Leute haben. So. So, dann gucken wir mal hier so durch. Hier scheinen eigentlich nur Gegner gewesen zu sein. Ich habe die Wand gesehen übrigens. Ich wollte nur mal den Rest angucken. So. So, gucken wir mal manipulieren. Unter dem alten Zeug findet sich etwas Interessantes. Ein Iskai-Dolch, ein Handtuch, eine Fellbürste, ein Trinkbecher. Kleine Behälter, wahrscheinlich Salz- und Pfefferstreuer und Gewürz. Übrigens, er kann 30 Kilo tragen. So, noch mehr Wurzeln. Noch mehr Handtuch. Eine Lederkappe, die kann er übrigens anziehen. Ein Messer. Nein. Kann ich die stacken? Nein. Doch immer noch Gegner da, ich höre sie ja. Vielleicht sollten wir eher zurückgehen und zur Heilerin gehen. Das mache ich auch erstmal. So, das ist dann hier lang. Ich hangel mich quasi immer nur über kurze Stücke von der Karte. Und dann hinter und rechts, links. Und das funktioniert eben tatsächlich auch sehr gut, wenn man einfach nach unten guckt. Weil man dann eben den Boden wirklich sieht. So, dann hacken wir hier noch frei. So, da hier kommen wir her. Dann geht's hier rechts. Einmal quer durch den Raum, gerade nach Unorden. Was hier sein muss.
da ist der Ausgang.